Logbuch des Kapitäns. Ich bin immer noch dabei, die Navigationsbarken, um diese gefährliche Region hier zu installieren. Beziehungsweise wollte ich das tun, kam aber nicht dazu, weil wir von einem Xenon-Angriff überrascht wurden. Sowohl auf der anderen Seite des Sternentors oder des Sprungtors, als auch auf dieser. Und so musste ich mich hier erst einmal meine Haut erwehren und kurz zum anderen Ende des Sektors fliegen, um erstens mein Schiff wieder zu reparieren und zweitens überhaupt in Sicherheit zu kommen. Jetzt bin ich auf dem Weg zurück, um diese Navigationsbarken endlich auszubringen oder zumindest bei den Fragezeichen, den unbekannten Objekten, die mir hier angezeigt werden, möglicherweise das zu finden, wonach wir hier eigentlich suchen. Und zudem habe ich in der letzten Folge, beziehungsweise in der letzten Zeit, einmal die Ringstraße abgeflogen, oder ich bin sie abgeflogen und habe festgestellt, so groß ist sie gar nicht. Aber es gibt noch einige Sektoren, die es zu erkunden gilt und die vermutlich doch dazu führen, dass wir noch mehr Profit generieren können und Handel mit anderen Völkern treiben können. Ende des Logbucheintrags. Und damit herzlich willkommen zurück bei X4 Foundations. Ich könnte auch die ganze Zeit so hier, das ist auch der perfekte Bildschirmschoner-Hintergrund, wenn man hier so durch die Gegend fliegen könnte und würde. Unbekanntes Objekt. Wir nehmen das jetzt einfach mal. Das unbekannte Objekt. Und fliegen dahin, in der Hoffnung, dass wir dort irgendetwas finden. Es hieß ja, wenn wir uns dem nähern, dann passiert erstmal auch nichts. Wir werden nicht als Feind erkannt und werden auch nicht beschossen werden. Allerdings weiß man ja nie genau, wie es denn so ist und weitergeht. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Ah, eine weitere Xenon-Überfallgruppe. Irgendwo hier im Sektor. Also wir sind immer noch nicht in Sicherheit und müssen ein bisschen auf der Hut sein. Wir sehen das hier blinken, da an der Stelle, da an der Stelle. Hinter uns kommt ein Xenon-Schiff und verfolgt uns, wenn ich das richtig sehe. Okay, die hat zumindest schon Schaden genommen. Könnten wir im Zweifel also besiegen oder es mit ihr aufnehmen, oder wir düsen einfach nochmal ganz kurz durch das Sternentor da vorne und hoffen, dass unbekanntes Objekt. Dass wir da einfach wegkommen. Okay, das ist auch ein Sternentor, was wir noch gar nicht kennen. So, wo sind wir jetzt? System Antigone Memorial. Da gibt es auf jeden Fall auch noch eine Art von Superhighway. Hier rechts, ja. Und hier werfen wir doch auch einfach nochmal einen Satelliten aus. So war das nicht gedacht. Also, da hat es unser Schild doch einmal. Wir werden Ihre Fracht scannen. Ja, das glaube ich nicht. Scannen Sie mich. Wir haben nichts gefunden. Sie können weiterfliegen. Ich werde erreiche System. Die Leere. Nicht gut genug. Baldrick. M. Komm, den holen wir uns. Doch.
Genau das wollte ich tun, Junge. Und die da sammle ich ein. Perfekt. Also, haben wir das erledigt. Unbekanntes Objekt. Also, fliegen wir jetzt erstmal dahin zu diesen wunderschönen Barken und nehmen die jetzt einfach erstmal aufs Korn, in der Hoffnung, dass keine weiteren Szenen kommen, um uns wieder mal das Leben schwer zu machen. Wobei ich mir auch noch nicht ganz sicher bin, wie ich denn da rangehe an die Geschichte. Problem ist, die Dinger, die sind so klein wahrscheinlich. Freund-Feind-Mine. Freund-Feind-Mine. So, jetzt machen wir erstmal Folgendes. Wir speichern mal ganz kurz. Kilometer Entfernung. Ja, ich weiß nicht, wie nah wir daran müssten. Ich mache das mal ein bisschen langsamer jetzt. Navigationsbarke. Da haben wir zumindest schon mal eine. Das ist gut. Freund-Feind-Mine. Okay, also das bringt zumindest schon mal noch nichts. Da gibt es auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr von den Biestern. Und da wollen wir ja eigentlich hin. Ich fürchte bloß, dass die alle drumherum sind. Okay, haben wir schon mal einen weggemacht. Ja, gibt's bestimmt. Freund-Feind-Mine. Das ist schon mal gut. Machen wir die lieber alle weg, die Biester. Freund-Feind-Mine. Freund-Feind-Mine. Das ist gut. Haben wir noch eine? Freund-Feind-Mine. Auch weg. Navigationsbarke. Also bleibt nur noch die Barke. So hoffe ich. Erhalte Daten der Barke. Warte. Na gut, hat der erste Teil hat schon mal funktioniert. Das ist wunderbar. Jetzt muss nur noch der Download fix funktionieren. Okay, also den Teil der Navigationsbarke haben wir. Dann gucken wir mal weiter. Unbekannte Station. Das ist eine Station. Unbekanntes Objekt. Das könnte die nächste sein.
Unbekannte Station. Nee, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Unbekanntes Objekt. So, gucken wir mal. Also, irgendwo da muss das Ding sein. Das sieht mir ja schon fast so aus, als wäre das da ziemlich nah dran oder drin. Ist immer ein bisschen schwierig zu erkennen. Ja, können wir nochmal gucken, ob wir uns da irgendwie ranpirschen können. Oder ob das dann hier wieder zu sehr in dem gefährlichen Sektor drin ist. Und wir da schnellstmöglich raus müssen gleich. Das scheint auf jeden Fall nicht die richtige zu sein. Oder wir sind noch zu weit weg. Oh, das ist eine Freund-Feind-Mine. Da wollte ich jetzt tatsächlich nicht hin. Ja, Junge, Junge. Dann mache ich es aber wieder spannend heute. Haben wir denn auf der Ebene hier noch irgendwo welche? Unbekanntes Objekt. Unbekannte Station. Unbekannte Station. Unbekanntes Objekt. Okay, da sind auf jeden Fall noch welche. Was haben wir da? Unbekanntes Objekt. Ja, das könnte doch eher das sein, was wir suchen. Natürlich pirschen wir uns da so ran, dass wenn möglich wir kein Problem haben werden. Also ich denke, da werden wieder ein paar Freund-Feind-Minen dabei sein. Das ist die Barke. Aber Navigationsbarke. Das ist gut. Unbekanntes Objekt. 2,6 Kilometer. Ah, warte mal. Das ist hier. Das sind noch mehr von den Biestern. Das sehe ich doch. Freund-Feind-Mine. Mhm. Also. Freund-Feind-Mine. Ist identifiziert. Haben wir. Freund-Feind-Mine. So, gut aufpassen. Freund-Feind-Mine. Dass wir hier nicht zu nah dran kommen. Freund-Feind-Mine. Bedrohlich erscheinen, hatte ich gesagt. Oh, da kann man nichts machen. Gehen Sie Ihre Einschätzung entsprechend ausweichend oder gewalttätig mit den Gegenmaßnahmen um. Ich werde unserem sigarianischen Vertragspartner die Ausrüstungskosten in Rechnung stellen. Gut, am Anfang habe ich nicht verstanden, was er gesagt hat. Aber ich gehe davon aus, dass es in Ordnung ist, dass wir jetzt die Barken hier kaputt machen, beziehungsweise die Unbekannte
unbekanntes Objekt. Ja, fliegen wir mal dahin. Die entsprechenden Freund-Feind-Minen. Und das wird er irgendwie in Rechnung stellen. Wem auch immer. Mir mit Sicherheit nicht. Also was auch immer das ist. Das ist, denke ich, nicht die Barke, die wir suchen. Das wird auch so eine Art von Freund-Feind-Mine oder irgendwas sein. Ja. Dann ist die Barke, die wir suchen, vermutlich eher da hinten. Unbekanntes Objekt. Unbekanntes Objekt. Ja. Eingerahmt natürlich von weiteren Freund-Feind-Minen. Aber das sollten wir dann hinkriegen. So, Teladi Handelsunternehmen, Ansehen 10 derzeit. Kontostand wächst. Okay, also da haben wir sie wieder. Freund, Feind, Mine. Freund, Feind, Mine. Baldrick. Freund Feind Mine. So, Freund Feind Mine. Da haben wir noch eine, die nehmen wir auch mal mit. Freund Feind Mine. Wir auch. Jetzt gucken wir noch mal. Ja, dann würde ich sagen, ist hier die Navigationsbarke. Was ist das hier vorne? Wrack. Dieses Wrack vor Ihnen ist das, was vom Schiff Ihres Vorgängers übrig geblieben ist. Wie Sie sehen, war er nicht kompetent genug, um durch diesen gefährlichen Raum zu navigieren. Es erübrigt sich zu sagen, dass er nach diesem Vorfall von seinen Pflichten entbunden und einer Wartungsmannschaft zugeteilt wurde. Lassen Sie sich diese Geschichte eine Warnung sein, Assistent, denn Sie müssen seine Fehler vermeiden, wenn Sie sein Schicksal nicht teilen möchten. Okay. Sehr gut. Wir wissen jetzt, nach welcher Frequenz Sie sucht, um Ihren Weg hinauszufinden. Sie sollten ihr einige kalibrierte Navigationsmarken senden als Fixpunkte, um aus ihrem Elend heraus zu navigieren. Schieben Sie eine Navigationsbarke in den Gefahrenbereich, damit Ihre Kollegin das Signal empfangen kann. Beachten Sie, dass Ihre Navigationsbarken wahrscheinlich selbst korrodieren werden, sodass vielleicht einige Versuche nötig sind. Mhm. So, also, schauen wir mal. So sieht's aus in 3D und irgendwo sollen wir jetzt hin und hier Navigationsbarken reinbringen. Ich meine, wir haben natürlich Navigationsbarken dabei.
Ach, das sind die, ja, okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das jetzt funktionieren soll. So, Navigationsbark. Habe ich 10 Stück. Oder muss ich da jetzt durchfliegen? Navigationsbarke. Wie kann ich die wieder einsammeln? Na klar, mit O. Oder muss ich da jetzt durchfliegen? Oder wie machen wir das? Unbekanntes Objekt. Okay. Unbekanntes Objekt. Unbekannte Station. Unbekanntes Objekt. Stelle auf Navigationsbarke in der gefährlichen Region. Jo, wie machen wir das denn jetzt am besten? Geht das, wenn wir hier so... Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Also, wir haben jetzt eine. Wo sind wir? Da sind wir. Und hier haben wir irgendwo eine Navigationsbarke jetzt hingebracht. Ziel erfasst. Dieses Experiment war ein voller Erfolg. Die Zusammensetzung der Legierung hat die Systeme innen vor Beschädigungen geschützt. Die kleineren Navigationsprobleme sollten kein Problem darstellen, wenn Sie als Pilot mit meiner Assistentin zusammenarbeiten. Wenn Sie bereit sind, lassen Sie Ihr Schiff an einem sicheren Ort und schließen Sie sich meiner anderen Assistentin an. Sie beide werden ein großartiges Expeditionsteam sein. Okay, also haben wir erstmal soweit geschafft, wenn ich das jetzt richtig durchdrungen habe. Bauen wir nochmal nicht meinen Besitz. Missionsmanager, zweite Assistentin. Docke an geometrische Eule an. Wo ist denn die geometrische Eule? Achso, das ist da hinten. Ach, und da ist die Assistentin. Verstehe. Moreia. Kann ich hier rufen?
da müsste ich jetzt erstmal hinkommen, um da anzudocken. Rufen kann ich die auch nicht, die Tante. Ja, wenn ich sie jetzt rufen könnte, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Andocke. Es ist nicht möglich. Ach, Heidenei. Ich kann sie weder rufen, noch ist es möglich anzudocken. Ja, wer weiß das schon so genau? Ich jetzt offensichtlich nicht, wie ich da hinkomme. Es ist nicht möglich, Scan-Modus nicht aktiviert. Ach, warte, ich muss den anderen vielleicht aktivieren. Das wäre, glaube ich, der Scan-Modus. Das Objekt ist zu weit entfernt. Na, dann geht's. Auf, Hinder. Wie nah muss ich denn ran? Okay, wir sind dran. Bis auf 70 Meter. Oder muss ich jetzt aussteigen? Ach ja, der hat gesagt, ich soll mein Schiff sicher parken oder so, ne? Ja, gut, ob das jetzt sicher geparkt ist, das weiß man natürlich wieder nicht. Aber wir können ja mal... Wie komme ich denn jetzt? Aufstehen, da. Nova, Angreifer. So, El Capitano übernehmen. Wir steigen einmal aus. Und fliegen da mal rüber. Moreia. Hülle beschädigt. Hülle beschädigt. Hülle beschädigt. Ja, soll ich das reparieren oder was? Na, guck mal, mit drei Nachrichten sogar. So, wie kann ich denn die Nachrichten jetzt nochmal lesen? Ach, oh, das ist schon wieder hier. Information. Spieler. Nachrichten. Sind die hier vielleicht? Statistik, Inventar, Modifikatoren, Raum zu. Da, Nachrichten. Pilot 3. Ja. Ich gehe schon mal in die Position hier, weil hier müsst ihr ja theoretisch eigentlich gleich. Der Anteil Andock-Möglichkeit kommen. Hülle 91%. Mit etwas Glück kommen wir jetzt auf 100, bevor wieder irgendwas passiert. Und dann gehen wir nochmal ins Menü und gucken, ob wir hier andocken können.
Andock-Erlaubnis erteilt. Na, jetzt geht's doch. So, komm. Jetzt hier keine fiesen Matenten machen. Andocken. Na also. Willkommen, Pilot Nummer 3. Ich bin Pilot Nummer 3. Sehr gut. Sie beide scheinen bereit für den nächsten Feldtest zu sein. Positiv. Notieren Sie sich die Standortinformationen, die ich Ihnen gleich übermitteln werde. Sehen Sie, dieses Schiff wurde für eine archäologische Expedition gebaut. Es wird die Strahlung in Torus Wrack überleben. Zudem sind die Systeme darin so konzipiert, dass sie mit der alten terranischen Hardware und Software kompatibel sind. Die modifizierte MK7 Computereinheit kann die Terraforming-Daten extrahieren, nach denen sich unser gemeinsamer Forscherfreund sehnt. Seien Sie gewarnt, dass die Terraner vielleicht nicht allzu wild darauf sind, dass wir in ihrem vergessenen Müllhaufen stöbern. Ich habe eine gefälschte Schiffs-ID gekauft, mit der Sie beide das Torus-Wrack erreichen können, ohne dass Fragen gestellt werden. Das heißt, wenn Sie Patrouillen vermeiden können. Sie können die gefälschte ID an einer Station herunterladen und direkt auf Ihr Schiff anwenden. Sehen Sie, mein Geschäftspartner war sehr auf Anonymität bedacht. Ja, spannend. Spannende Geschichte. Das hier ist die Snoo Nova One. Die fliegt jetzt zur Handelsstation und dockt da an oder macht irgendwas. Geht auf jeden Fall in Sicherheit. Das ist gut so. Und wir werden uns zu dieser Station da hinten bewegen. Ja, und gucken dann mal, was wir denn beim nächsten Mal herausfinden. Ja, bis dahin bleibt nichts übrig, als zu sagen, lasst mir gerne einen Kommentar da. Ich freue mich drauf. Natürlich gerne einen Daumen nach oben, falls ihr noch keinen da gelassen haben solltet. Abo könnt ihr natürlich auch gerne da lassen. Kommt auf meinen Discord-Server, Instagram, Twitter, Twitch und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal wieder hier bei Explore Foundations oder bei einem der anderen Spiele bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.